Guten Morgen, guten Morgen. Heute möchte ich mich dem Thema widmen, dass ja, ich achte besser auf mich, beziehungsweise Ende und aus mit all dem Drama im Endeffekt, ja, und nicht mehr alles nur einfach mit sich machen lassen. Ja, ich bin schon wieder unterwegs gewesen, am Joggen und habe die Natur genossen oder war auch relativ flott unterwegs, habe wieder meinen Kreislauf oder meinen Körper in Gang gebracht, wie eigentlich fast jeden Morgen. Also ich habe jetzt mal ausgesetzt, weil ein Tag nicht so gut war, aber ansonsten, ja, bin ich da eigentlich täglich unterwegs, um da wieder gut in Energie zu kommen und auch um mich zu stärken. Ja, das ist also ein großer Punkt, wie du morgens aufstehst, beziehungsweise wie du deinen Tag startest, ja, so wird dein Tag. Und deswegen, das ist eins meiner Elemente, ja, die ich nutze natürlich, um auf mich zu achten, um mehr in meine Kraft zu kommen, um einfach meinen Weg besser zu gehen. Denn ja, viel zu lange, ja, habe ich mich allen anderen hingegeben, habe allen anderen geholfen, habe alle anderen unterstützt. Ja, und das kennst du vielleicht auch, dass du ja dann irgendwann einfach zu erschöpft bist, zu müde bist, abends dann fertig irgendwie bist. Wobei bei mir war das Fertigsein. Alle anderen haben Fernsehen geguckt und ich saß am Computer und habe gelernt oder noch gearbeitet oder das gemacht, was ich machen wollte. Und von daher, Erschöpfung in dem Sinne gab es jetzt bei mir so nicht oder selten. Aber gut, ich denke, das hat auch mit Rohkost zu tun. Auf jeden Fall, genau, geht es also heute darum, achte mehr auf dich. Und wenn wir, ja, wenn du vielleicht hier bist und es dir genauso geht, ja, dann hast du vielleicht Beziehungen gehabt oder hast noch mit Menschen in deinem Umfeld, ob das aber auf der Arbeit ist, in deiner Familie, zu Hause, deine Partnerschaft, deine Kinder, wie auch immer, ja, dass du dich aufgeopfert hast, dass du einfach viel gemacht hast, um es allen anderen recht zu machen. Und du natürlich auch ausgenutzt wurdest. Ja, das heißt, du hast vielleicht Dinge erlebt, dass man dir ein schlechtes Gefühl gemacht hat, dass man auf dich eingeredet hat, dass man gesagt hat, ach komm, so schlimm ist doch nicht und ach, du musst mir doch helfen, ich kann doch nicht und mir geht's doch nicht gut, bleib doch da. Oder vielleicht auch auf der Arbeit, ja, wenn der Chef gesagt hat, oh komm, die eine Sache noch, das muss jetzt noch sein und das muss jetzt noch raus, ja. Alle anderen haben Termine und haben ja sich gesagt, hey, ich habe noch was anderes vor an meinem Abend, ja. Und du hast gesagt, ach, ich sag meine Termine ab, das geht schon. Ja, wir können uns ja, ich kann mich mit meiner Freundin auch einen anderen Abend treffen oder so, weil mein Chef braucht mich. Das ist wichtig jetzt, ja. Das ist wichtiger als mein eigenes Leben. Und insofern, ja, hat dein Chef natürlich wieder bekommen, was er braucht. Ja, und wusste, hey, ja, auf dich kann ich mich verlassen. Das ist toll, du bist da. Und ja, wenn alle Stricke reißen, dann weiß ich, wo ich hinkommen kann. Genau zu dir, weil du hilfst mir dann. Innerlich hast du aber vielleicht das Gefühl von wegen, oh Mann, jetzt habe ich meine Freundin, ja, sitzen lassen jetzt. Und das ist für dich natürlich total realistisch, weil du sagst, ja, meine Güte, das war halt jetzt wichtig. Das ist ja meine Arbeit. Ja, die bezahlen mich ja. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich zum einen nicht mehr das Ansehen, ja, dass ich jemand Tolles bin, dass ich jemand bin, auf den man sich verlassen kann. Ja, und du hast vielleicht auch nicht mehr deine Gelder. Ja, also das kann ja sein. Es ist da eine Angst dahinter vielleicht auch von wegen, wo ich, ja, mir wird gekündigt. Ich stehe dann alleine da. Ich habe kein Einkommen mehr. Ich weiß nicht, wie ich überleben soll. Im Endeffekt steht hinter den meisten Dingen eine Überlebensangst, auch wenn die mittlerweile irrational ist. Ja, weil du überlebst immer, es geht immer irgendwie weiter. Ja, aber diese Angst, diese innere Angst ist meistens unbewusst da. Ja, und die hält einen ab, für sich zu gehen, ganz oft. Das heißt, du versuchst es allen anderen recht zu machen. Ja, du denkst, wenn ich nur das noch mache und das noch mache, ja, dann ist alles in Ordnung. Ja, oder in deiner Partnerschaft. Wenn ich nur ihm noch, ja, den Sex gebe, wenn ich ihm die Zeit gebe, wenn ich nur noch irgendwie was an mir ändere, ja, dann kann er mich lieben. Dann können wir in Verbundenheit sein. Dann kann ich,
endlich Verbundenheit und Liebe zu ihm spüren. Dann kann ich, dann werde ich geschätzt. Dann werde ich gesehen. Ja? Ich muss nur noch irgendwas tun und dann werde ich gesehen von außen. Ich muss irgendwas an mir verändern. Ich muss irgendwas an mir reparieren, ja, weil ich kaputt bin. Ja, irgendwie stimmt ja was mit mir nicht, weil sonst könnte mich der andere ja sehen und wertschätzen. Also muss ich irgendwas an mir tun, muss irgendwas in mir heilen, muss irgendwas an mir machen, ja, dass der andere mich endlich sehen kann. Und eine Teilwahrheit ist da natürlich dabei, weil wir müssen immer erst zu uns schauen. Aber wenn wir da hinschauen, um zu sagen, ich muss etwas an mir tun, damit ich ihm gefalle, na, dann ist das das falsche Tun, das falsche Heilen sozusagen, ja, sondern es geht natürlich immer wieder darum, hinzuschauen, hinzuspüren, zu heilen, damit du zu dir kommst, ja, damit du klar für dich reden kannst, damit du klar deine Grenzen setzen kannst, damit du klar in deine Stärke kommen kannst, ja. Meine Stimme ist heute oder eigentlich schon gestern ein bisschen ja, im Eimer. Von daher entschuldige, wenn ich da immer mal wieder ja, die Stimme verliere. Aber heute schon viel besser als gestern. Und ja, genau. Das heißt, du versuchst immer und immer wieder an dir rumzudoktern, ja. Und vielleicht werden deine Schwächen auch ausgenutzt. Je mehr du versuchst, dich zu erklären, je mehr du versuchst, alles aufzufangen, ja, vielleicht geht in deiner Familie alles den Berg runter, ja, weil es einfach nicht harmoniert, ja. Und dieser Stress, der zwischen dir und deinem Partner ist, deine Kinder beeinflusst, deine Kinder vielleicht schlecht in der Schule sind, deine Kinder mit Bauchproblemen morgens aufwachen, ja, oder mit Kopfschmerzen oder Übelkeit, ja, weil einfach in deiner Beziehung oder ja, zwischen dir und deinem Partner oder dem Vater, ja, das einfach nicht funktioniert und das die Kinder belastet, ja, und was dann ganz oft passiert, ist wirklich, die Kinder fangen an, also Überlebensmuster sich anzueignen, ja. Die können ganz unterschiedlich sein. Das Kind kann sich über Unwohlsein äußern. Das kann sein, dass sie an sich, an ihrer eigenen Identität zweifeln, dass sie denken, sie sind im falschen Körper, ja, dass sie denken, gerade jetzt mit dieser ganzen Transsexualität, ja, anfangen zu denken, sie sind in der falschen Sexualität, also im falschen Geschlecht praktisch, ja. Das hat also unglaublich tiefreichende Auswirkungen, ja. Und was dann eben ganz oft passiert ist, dass man bei den Kindern hinschaut, ja, ah, dann haben sie eine Leserechtschreibschwäche, dann haben sie Legasthenie, dann haben sie ADHD, dann haben sie oder ADHS, ach, ich verwechsel das immer im Englischen und im Deutschen und dem ADS und dem ADHS und was weiß ich. Ja, aber im Endeffekt, ja, entwickeln sie diese ganzen Themen und es wird dann hingeschaut und an den Kindern rumgedoktert. Ja, so wie du an dir rumdokterst, weil du denkst, du bist falsch, du bist kaputt, du bist krank, du bist nicht richtig. Ja, dass diese Beziehung nicht funktioniert. So fängt man dann an den Kindern rumzudoktern. Dann bekommen die extra ja, Aufgaben oder sie bekommen eine Therapie oder sie bekommen sonst irgendwas, was nicht komplett verkehrt ist natürlich, ja. Auch Kinder müssen gehört werden, aber Kinder wünschen sich nichts Sehnlicheres als natürlich von ihren Eltern, bei denen sie sich sicher fühlen, gesehen und gehört zu werden, ja. Und klar, im nächstbesten Fall ist natürlich ein Therapeut oder Therapeutin das Beste, um gesehen zu werden, ja, oder Freunde, ja, Freundinnen. Und manchmal sind es die Lehrer, manchmal sind es die Onkel, die Omas, die Opas, die was weiß ich, ja, die Tanten oder sonst irgendjemand, wo irgendeine Stelle, wo Kinder gesehen werden können, um da wenigstens ansatzweise ihr Herz ausschütten zu können, ja. Und ganz oft ist es, wenn Kinder gesehen werden, dass auf einmal die Leserechtschreibschwäche weg ist, ja, dass auf einmal das Kind zur Ruhe kommt, innerlich zur Ruhe kommt. Und das habe ich selber erlebt, ja, wenn ich im Stress war, also im, wie soll ich denn sagen, im traumatischen Stress, das heißt Stress, der mich an mein altes Trauma erinnert hat, dann war ich nicht mehr hier
dann war ich nicht mehr da, dann war ich nicht mehr ansprechbar. Also dann konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Da war ich in meinem Kopf so mit diesem Thema beschäftigt, dass ich in meinem Leben nicht mehr vorwärts kam, dass ich meine Arbeit nicht gescheit ausführen konnte, weil ich so beschäftigt war mit diesem Thema und das lösen zu müssen, weil ich Angst hatte, ja, verloren zu gehen, allein zu sein oder ja, im Endeffekt ist es die Urangst zu sterben, ja. Das hat mich so vereinnahmt, dass ich nicht mehr arbeitsfähig war. Und so geht es unseren Kindern ja auch. Die sind dann im Kopf so mit dieser Unsicherheit beschäftigt, ja, dass sie nicht mehr sich auf die Schule konzentrieren können, dass sie hibbelig werden, weil das ein riesen Stresspegel ist in so einem Körper, ja. Und dieses Nervensystem ständig ja überdreht, ja, und ständig im Notmodus läuft. Und das ist eine Wahnsinnsbelastung, ja, und der Körper muss das irgendwie abreagieren, ja, und wenn ja, in der Natur betrachtet wäre das so, ja, wir würden angegriffen, wir würden Gefahr spüren, wir würden uns kämpfen, also wehren, also entweder kämpfen, davonlaufen oder einfrieren, um uns zu schützen, und wenn die Gefahr vorbei ist, dann lässt der Körper los, ja, und du kommst wieder in einen entspannten Zustand oder du würdest anfangen zu zittern zum Beispiel, um diese Energie loszulassen. Und dann ist es wieder gut, dann ist das Nervensystem wieder im Ruhemodus, ja, im ausgeglichenen Modus und dann ist alles wieder gut. Aber wenn ein Kind permanent im Stress ist, weil die Eltern im Stress sind, na, dann, und in dieser Unsicherheit, dann ist dieses Nervensystem permanent praktisch auf Gefahr ausgestellt und das Kind muss praktisch zappeln. Irgendwo muss es hin mit dieser Energie, die da drin aufgestaut ist, ja. Und es fängt an zu zappeln und es kann sich nicht mehr konzentrieren, es geht gar nicht. Und was wird dann gemacht? Dann bekommt das Kind Medikamente. Also ich finde es einen hochdramatischen Kreislauf, der hier läuft. Und deswegen spreche ich das jetzt einfach mal in diesem Kontext an, ja, damit es einfach bewusster wird in der Welt, ja, was da wirklich passiert, aus meiner Sicht, ja. Und muss natürlich nicht richtig sein, sondern es ist das, was ich immer wieder beobachte. Und ich war 7 Jahre an der Schule. Ich habe ja in allen Formen und Arten und habe da gesehen, was da abgeht bei den Kindern, ja, und habe immer wieder gekämpft für die Kinder und ich habe gesagt, wir müssen den Kindern das geben, was die Kinder brauchen, ja, und die Eltern haben sich gekloppt um ihr eigenes Ego. Es ist echt Wahnsinn, was manchmal so passiert. Aber gut, nochmal ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall, es liegt an uns, da also hinzuschauen, ja, und unsere Muster und unsere Themen anzuschauen. Das ist elementar wichtig, nicht nur für unser eigenes Wohl und das unserer Partnerschaft, sondern auch für unsere Kinder und für die nächsten Generationen. Ja, und ich habe mich ja schon oft und in meiner Vergangenheit auch immer wieder Naturvölker recherchiert und studiert. Ja, und immer wieder war klar, die denken in ganz anderen Dimensionen. Das heißt, die denken immer die 7 Generationen vor ihnen und die 7 Generationen nach ihnen. Ja, das heißt, alles in einem Rhythmus zu tun, ja, und auch immer wieder daran zu denken, was passiert 7 Generationen nach mir. Ja, das heißt, wir denken an unsere nachfolgenden Generationen. In dem Moment, wo wir uns heilen, heilen wir ja ganze Ahnenreihen, ja, hinter uns und erlösen natürlich auch ja unsere Kinder davon. Ja, das heißt, dahin zu schauen ist so, so wichtig. Aber eben nicht im Sinne von, ich muss mich anpassen, damit der andere mich endlich lieben kann oder sehen kann. Ja, das ist ein Hohlweg, auf dem wir uns dann befinden. Das heißt, also du spürst vielleicht, ja, du machst es noch allen anderen recht, ja, weil du keinen Streit möchtest, weil du keinen Stress möchtest, weil du gesehen werden möchtest, weil du endlich so akzeptiert werden möchtest, wie du bist. Und vielleicht möchtest. Ja, und das ist einfach ja wichtig, das zu erkennen erstmal. Ja, der erste Schritt ist immer, das zu erkennen, ja, was da gerade läuft und wo du da gerade stehst und was da gerade für ein Spiel läuft, ja, in dem wir uns da befinden. Und oft, ja, kreieren wir einfach unsere Vergangenheit wieder. Das, was wir erlebt haben, und das ist ja das Verrückte, ja, das, was wir erlebt haben, fühlt sich ja auf irgendeine groteske Art gewohnt an. Da fühlst du dich erstmal geborgen. Ja, das ist erstmal was, wo dein Nervensystem sagt, kenne ich. Das Stresslevel, das kenne ich.
Ja, und das ist ja auch der Punkt, weshalb wir nicht wegkommen von bestimmten Situationen, ja, weil wir darin ja emotional gefangen sind. Und wir spüren, boah, das ist voller Stress und es macht mich fertig. Aber ich fühle mich auf eine ganz groteske Art verbunden und auf eine ganz groteske Art wohl, ja, und geborgen, ja, weil das die Muster sind, die wir kennen aus unserer Vergangenheit, aus unserer Kindheit. Und wenn du eine super Kindheit hattest, wo du gesehen wurdest, ja, wo du anerkannt wurdest, wo du geliebt wurdest, einfach für den oder die, die du bist, ja, dann ist es super, ja, wenn du Menschen triffst, die dir das Gefühl geben, weil dann kreierst du natürlich diese gesunde Welt wieder. Aber wenn du das nicht hattest, dann hast du es richtig schwer, ja, weil du natürlich dich wohlfühlst dann mit Situationen in deinem Leben, die dir nicht gut tun. Ja, weil du dich geborgen fühlst und wohlfühlst mit Menschen, die genau die gleichen Muster wieder an den Tag legen, wie du sie aus deiner Kindheit kennst. Und dann darfst du dahin schauen, dann darfst du wach werden und dann darfst du sagen, halt, stopp, no more. Ja, ich hatte jetzt einen Newsletter geschrieben, ja, da habe ich genau das auch geschrieben. No more, nicht mehr. Ich habe die Schnauze voll, ich möchte keinen Schritt mehr weiter in diese Richtung gehen. Nicht mehr. Ja, da ist dieser Punkt of no return. Ja, wenn du sagst, ich möchte nicht mehr. Ich bin mir wert genug, dass ich bestimmte Dinge einfach nicht mehr mit mir machen lasse. Und vielleicht kennst du diesen Punkt, ja, und vielleicht hast du. Warst du schon öfters auch an diesem Punkt und hast gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Und weißt aber nicht, wie du da rauskommst im Endeffekt. Ja, weißt aber nicht, ja, hast vielleicht das auch schon geäußert. Und vielleicht habt ihr auch schon versucht, Wege zu gehen und zu finden. Ja, vielleicht versucht ihr da gerade durchzukommen. Ja, bei meinen Paarberatungen kommt da auch immer wieder diese Themen auf natürlich. Und manchmal hängt es wirklich nur daran, dass man nicht versteht, was da wirklich passiert. Und dann hilft die Aufklärung, ja. Und ich hatte schon ganz, ganz tolle Paare, ja, die wieder, die nur noch über das Gericht praktisch miteinander geredet haben und dann wieder zueinander gefunden haben, weil sie dann einfach verstanden haben, was da wirklich läuft, ja, und wie sie sich wieder begegnen können. Und das ist natürlich total wertvoll. Ja, sowas sind immer so wunderschöne Geschichten, ja, die dann auch wirklich was ganz Wundervolles sind, ja, wo auch neue Kinder daraus ja entstehen wieder aus dieser neuen Energie und das ist was ganz, ganz Wundervolles. Aber es gibt eben auch die Geschichten, wo das nicht funktioniert, also wo es funktioniert, ja, dass man versteht, was da passiert und genau deshalb sagt, nein, an der Stelle ist Schluss, an der Stelle ist es nicht mehr gesund, ja, an der Stelle können wir nicht mehr weitermachen. Das funktioniert so nicht. Ja, es braucht immer beide Seiten. Und wenn eine Seite das nicht einsieht und nicht versteht oder nicht verstehen möchte, ja, dann kannst du nichts anderes tun, als zu sagen, nee, ich schaue nach mir und ab jetzt achte ich besser auf mich. Ja, und das hört sich für uns erstmal total schlimm an, weil wenn du so bist, wie ich damals war, dann ist das so. Oh mein Gott, ich bin total egoistisch, kann auch nicht nach mir gucken. Ich muss erst mal gucken, ja, dass es meinen Kindern gut geht. Ich muss erst mal gucken, dass es meinem Mann gut geht. Ich muss erst mal gucken, dass der Haushalt gemacht ist. Ich muss erst mal gucken, dass die Arbeit gemacht ist. Ja, und dann vielleicht irgendwann kann ich nach mir gucken. Und irgendwann zieht dann der Körper die Notbremse, ja, weil du dann einfach irgendwann krank wirst. Sondern, ja, und dann fühlst du dich schlecht, ja, weil du sagst, ich bin egoistisch. Und ich darf doch nicht egoistisch sein. Ne? Aber ich garantiere dir ja, wenn es dir so geht, wie es mir gegangen ist, dann darfst du diesen gesunden Schuss Egoismus durchaus annehmen, weil nur so kannst du zu dir kommen im Endeffekt, ja. Kannst erstmal spüren, wer bist du denn überhaupt und was willst du in deinem Leben und was ist das, was dich glücklich macht, was dein Herz zum Singen bringt, was deine Seele ja beflügelt. Damit du ja hier leuchten kannst auf diesem Planeten, damit du deine Aufgabe ausführen kannst, für die du hier bist, auch für die du hergekommen bist, ja. Und dann musst du erstmal zu dir schauen und nach dir gucken. Und dann bist du das beste Beispiel für deine Kinder. Dann bist du ganz anders für deinen Partner da.
Und wenn du den richtigen Partner hast, dann wird er dich feiern dafür. Dann wird er sagen, hey, ich finde es so toll, dass du auf dich achtest, gerade weil ich weiß, wo du herkommst. Ich finde es so toll, dass du dir jetzt Raum und Zeit für dich nimmst. Ich finde es so toll, dass du Nein sagst. Ja, der wird dich feiern, weil er selber weiß, was das bedeutet. Ja, und wie wichtig das ist, dass du Ja zu dir sagst, dass du zu dir kommst, dass du auf dich achtest. Weil in dem Moment, wo du auf dich achtest, ja, dann kannst du ihm natürlich auch geben, was er braucht. Und in dem Moment, wo er dich feiert, ja, hast du auch die Kapazität, wieder ihn zu feiern, ja, für die Schritte, die er tut. Und wo er hinschaut. Oder ja, ich meine, auf einer Arbeitsstelle ist es natürlich was anderes, ja. Da bist du nicht verantwortlich mit für deinen Chef, ja, oder für deinen also Mitarbeiter oder Angestellten oder wie auch immer, sondern du kannst nur für dich sorgen. Aber in dem Moment, wo du für dich sorgst und klarer in dir wirst und klarer auftrittst, ändert sich im Außen automatisch was, ja. Ich bin ja auch viel in der Systemik unterwegs und der systemischen Pädagogik, aber auch im systemischen Coaching. Und das immer wieder auch, was du in dir veränderst, ändert sich im Umfeld. Ja, und da wird sich was verändern. Und klar, manchmal hat man Angst vor dieser Veränderung, weil man denkt, oh, die Veränderung ist so groß, dass ich dabei untergehe, dass ich ja alleine bin, verlassen werde, mir gekündigt wird. Und diese Angst ist so groß, dass man sich weiter klein hält. Weil man hat ja gelernt, ja, wenn du abgelehnt wirst, wenn du ignoriert wirst, wenn dir gekündigt wird, ja, dann ist das ganz schlimm. Dann, ja, ich zum Beispiel, mir wurde auch mal gekündigt, ja, und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich habe mich geschämt dafür. Ja, ich habe gesagt, warum wird mir gekündigt? Ich habe doch alles richtig gemacht, ja, warum? Und dass da ganz andere Strukturen am Laufen waren, war mir schon klar. Aber dieses Bild von wegen, oh, du bist Single, dir wird gekündigt, ja, du bist falsch, du wirst verurteilt, ja, du bist kein guter Mensch, ja. Und wenn du dieses Gefühl hast, ja, ich kann nicht für mich einstehen, weil ich sonst kein guter Mensch bin, dann legst du dich selber in Ketten, ja, dann ist es, als ob du damals schon, ja, mit diesen ganzen Prägungen einen Käfig übergestülpt bekommen hast, du dich jetzt mittlerweile in diesem Käfig wohlfühlst, weil da fühlt man sich einigermaßen sicher, du dir immer wieder diesen Käfig drüber ziehst mit jedem, der dir begegnet, und du dir dann auch noch Ketten anlegst, ja, damit du dich wirklich nicht mehr bewegen kannst, weil du bist ja ein schlechter Mensch, wenn du nur einen Gedanken daran hättest, aus diesem Käfig ausbrechen zu wollen. Und wenn dir einer dann vielleicht ja etwas wegnimmt aus deinem Käfig, fühlst du dich dann auch noch schlecht dafür, ja, weil dir das so beigebracht wurde. Und diese Ängste, die sind dann so groß, die sind so stark, ja, dass du da einfach nicht drüber kommst, dass du da einfach nicht durchkommst. Und da darfst du dir Hilfe holen. Also ich habe auch gesagt, ohne Hilfe wäre ich aus vielen Situationen nicht rausgekommen, weil meine Ängste zu groß waren, weil mein Schamgefühl, mein Schuldgefühl zu groß waren. Ja, weil ich immer wieder umgefallen bin, weil ich immer wieder gesagt, nein, das kann ich nicht machen. Ich kann das nicht machen. Das geht absolut gegen mein Wesen, gegen mein Sein, gegen meine Werte, gegen alles, ja, gegen ich kann das nicht machen. Ja, und erst als ich zu mir kam, erst als ich Hilfe hatte, erst als ich ja auch Therapie hatte, erst als ich Coaches an der Seite hatte. Ja, an manchen Stellen kam die Therapie gar nicht weiter und Coaches konnten mir helfen, ja, weil ich dann endlich verstehen konnte. Ich habe dann jahrelange Coaching-Programme mitgemacht, ja, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, wirklich zu verstehen, was da wirklich passiert, ja. Ich habe viele, viele Tausende von Euro, 80, Zehntausende reingesteckt, ja, weil ich lernen wollte, weil ich wissen wollte, was läuft hier, was ist das? Und ich möchte weiterkommen. Ja, warum falle ich immer wieder um? Warum zieht es mir immer wieder den Stecker? Warum liege ich immer wieder erschöpft und müde in der Ecke und mache mir selbst Vorwürfe, weil ich nicht stark genug bin? Das ist total verrückt, ja. Das ist total verrückt, was man dann mit sich macht. Und
hat natürlich auch mit dir zu tun, aber auf einer ganz anderen Ebene. Ja, das hat mit dir zu tun, weil du nicht in deiner Kraft bist, ja, weil du dich selbst verurteilst, du dir selber die Kraft nimmst, ja, und sie versuchst, beim anderen zu finden, in dem Moment, wo du dem anderen hilfst und ja, die Sachen mit dir machen lässt. Und deswegen geht es immer wieder darum, zu dir zu kommen, in deine Kraft zu kommen, auf dich zu achten. Ja, ich war manchmal an dem Punkt, da habe ich mich gar nicht mehr selber gespürt, da habe ich gar nicht mehr, wenn einer gesagt hat, was willst denn du überhaupt? Keine Ahnung, wir machen einfach das, was du willst, weil das ist okay für mich. Ich mache einfach das, was du willst. Ja, und das war so tief drin, ja, weil ich genau wusste, wenn ich das mache, was der andere will, gibt es keinen Stress. Ist doch ganz einfach. Ja, ich unterdrücke einfach alle Teile in mir und es ist viel einfacher zu leben so. Ja, wenn ich alles in mir unterdrücke und einfach nur das mache, was die anderen wollen und die anderen haben Spaß und dann habe ich auch Spaß, weil dann habe ich keinen Stress. Ja, und das Abhandensein von Stress war für mich die Erklärung von erfülltem Leben. Ja, also wie verrückt ist das denn? Ja, weil ich wusste, ja, wenn ich, also das wurde mir nachher natürlich bewusst, dann ja, durch die ganzen Sachen, die ich dann gemacht habe, weil das nur das wirklich war, wenn ich mich zeige mit dem, was ich bin und was mir Spaß macht, löst es im anderen so viel Stress aus, dass der mir die Hölle heiß macht oder manipuliert auf die verschiedensten Arten und Weisen. Und ich dann wieder einknicke und wieder in mir zusammenbreche. Und dann mein Muster wieder läuft von Beschuldigung und von sie mich schlecht fühlen und was habe ich falsch gemacht und wo bin ich nicht gut genug und ja, wo bin ich falsch? Ja, das war so eine Negativspirale, die so tief runtergegangen ist, dass ich irgendwann nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Und die mich zu einem absoluten Burnout und Nervenzusammenbruch geführt hat, irgendwann, weil ich so viel auf mich geladen hatte, dass ich einfach nicht mehr konnte und nicht mehr vor und zurück und sonst wohin, ja. Genau. Also zurück zum auf dich achten. Was kannst du denn dann also tun, ja, damit du endlich auf dich achten kannst, ja? Und das Verrückte ist, man nimmt immer wieder Anlauf. Und man sagt, ja, jetzt achte ich auf mich, jetzt komme ich zu mir, jetzt mache ich das Richtige, jetzt tue ich das, was mir gut tut. Was tut mir überhaupt gut? Okay, ich mache mich auf die Reise, ja, was tut mir überhaupt gut? Aber ich spüre mich gar nicht mehr. Okay, ich fange jetzt an, mich wieder zu spüren, bis das nächste Ding kommt und du wieder umfällst. Ja, da kann ich nur sagen, hol dir Hilfe, hol dir da wirklich Hilfe. Ja, das ist so wichtig, ja. Du kommst da nicht alleine durch, ja, weil die Muster, die Abhängigkeit so groß ist, die Sucht, ich sag wirklich, das ist eine Sucht, ja, eine Sucht, die dich da klein hält, die dich da in die Zwangsjacke steckt, ja. Und durch so eine Sucht, ja, du kennst es von Alkoholikern oder von Drogenabhängigen, die schaffen das nicht alleine. Ja, dafür gibt es die Entzugskliniken. Und nichts anderes ist eine emotionale Abhängigkeit, die das ist, ja. Das ist einfach eine emotionale Abhängigkeit. Und du bist nicht schlecht, weil du die hast. Und du bist nicht dumm und du bist nicht krank oder sonst irgendwas, sondern du hast einfach die falschen Prägungen mitbekommen, ja. Und wenn du das verstehst, wirklich verstehst, ja. Und in meinen Kursen, ja, nehmen wir das auseinander, beziehungsweise in meinem neuen Kurs jetzt, der explizit für Frauen ist, in diesen Situationen nehmen wir das auseinander, damit dir sowas nie wieder passiert. Ja, damit du zu dir stehen kannst, dich auch wieder spüren kannst, dich wieder fühlen kannst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also, je nachdem, wo du jetzt schon stehst, ja, kannst du das schon machen. Ja, und je mehr du das machst, desto besser für dich. Weil je mehr du dich spürst, ja, desto besser bist du wieder mit dir in Verbindung und du, desto besser kannst du auch wieder deine Schritte gehen und kannst dir auch Hilfe holen. Ja, ich habe mir am Anfang überhaupt nicht zugestanden, Hilfe zu holen. Ja, ich habe gesagt, ich kriege das alleine hin. Ich habe alles alleine hingekriegt, ich kriege das auch alleine hin. Und wenn es mir gut ging, war das auch nicht das Problem. Das Problem war, wenn es mir nicht gut ging, dann habe ich das überhaupt nicht hingekriegt. Ja, dann bin ich zusammengebrochen in mir. Dann hätte es jemanden gebraucht, der gesagt hat, halt, stopp,
Guck mal, das und das läuft gerade. Halt, stopp. Du gehst da jetzt nicht wieder in das Loch. Halt, stopp. Ich bin jetzt bei dir und ich stärke dich, dass du da durchgehen kannst. Und das hatte ich damals nicht, weil ich es mir zum Teil auch nicht selbst zugestanden habe, weil ich gedacht habe, ich muss das alles selber lösen, weil selbst ist der Mann, nicht? Und ich als Superfrau, ja, ich muss alles handeln, alles alleine, muss alles schaffen und habe mir dann wirklich die Situation ins Leben geholt, die genau dafür gesorgt haben, ja, dass ich alleine da stand mit allem. Dass Mann immer weg war oder wenn er da war, nicht da war. Dass er wirklich Monate oder Jahre lang weg war oder dass wir so weit weg waren von Familie, dass da auch kein anderer war, dass ich keinen reinlassen durfte, der da hätte sein dürfen, ja, oder können. Ach, lauter so Geschichten, ja. Also ich habe mir das Leben schon so eingerichtet. Und da ziehe ich mir den Schuh selber an, weil es tatsächlich selber auch so ist, ohne mich dafür zu beschuldigen, weil ich sage, das ist aus diesen Prägungen heraus passiert. Und es ist wichtig, das zu verstehen und dich nicht mehr dafür länger zu beschuldigen und zu kasteien, sondern zu sagen, hey, ich darf mir Hilfe annehmen. Ich darf für mich gehen. Ich darf meine Ängste an die Oberfläche kommen lassen. Ich darf Angst haben. Ich darf mich schlecht fühlen. Ich darf mich schuldig fühlen. Ich darf mich schämen. Das ist alles in Ordnung. Ja, das sind ganz normale Gefühle, die wir alle haben. Und wir haben alle gelernt, sie wegzudrücken. Weil das wird verurteilt in unserer Welt, ja. Genau, also, um wieder zu dir zu kommen, um wieder bei dir anzukommen, ja, fang an, dir den Raum für dich zu nehmen. Und wenn es eine halbe Stunde am Tag ist, wo du dir diesen Raum für dich nimmst, um dich zu spüren, um zu schreiben, ja, schreiben ist für mich die beste Medizin gewesen, ja, wirklich einfach zu schreiben, aufzuschreiben, was in dir ist. Da gibt es kein Konzept dazu, ja. Wir leben in so vielen Konzepten, wir leben in so vielen Programmen und das musst du so, so und so tun und alles ist reglementiert und alles ist in irgendeiner Struktur, ja. Beim Schreiben geht es einfach nur darum, das von der Seele zu schreiben, was in dir ist. Egal, was das ist, ganz egal. Ja, nur damit es mal rauskommt. Ja. Also schreiben. Wenn du jeden Morgen eine halbe Stunde dir Zeit nimmst, nur zum Schreiben für dich, dann wirst du merken, dass da schon ganz, ganz viel passiert. Mach das mal 3 Wochen. Und dann schreibst du mir, was das bei dir angestoßen hat und was das ausgelöst hat in dir. Und so kommst du nach und nach auch wieder zu dir in dein Gefühl und kannst immer mehr das tun, was dir gut tut. Was dich erfüllt, was deine Seele beflügelt, ja. Und das darfst du dir geben. Du darfst dich an erste Stelle stellen. Du darfst dich belohnen, wenn du so willst. Du darfst dir was Gutes tun. Ja. Ja, das ist ein großes Thema. Und ich könnte da noch ewig dazu reden, aber ich höre jetzt an der Stelle mal auf, weil ich denke, dass ich dich sonst überfrachte auch, ja. Und ich möchte, dass du vorwärts gehst, dass du endlich wieder dein Licht zum Strahlen bringst, ja, deine Stärke zeigst, deine Kraft zeigst, ja, nicht in Form von, dass du alles für alle anderen auffängst, für alle anderen, die sich nicht bewegen wollen, die nicht vorwärts gehen wollen, sondern dass du für dich aufstehst, dass du deine Kraft lebst, dass du dich lebst für das, was du, wozu du hierher gekommen bist auf diese Erde, ja. Und dich nicht mehr länger klein machst für andere. Ja, und wenn ich dir da irgendwie helfen kann, wenn du bereit bist, Hilfe anzunehmen, ja, nicht wie ich damals, ja, um Gottes Willen, ich kann das nicht machen. Coaches sind sowieso total blöd, ja. Berater und Therapeuten, wer braucht sowas überhaupt, ja? Also, wenn du bereit bist, Hilfe anzunehmen und dahin zu schauen, ich biete dir das an, ja, einfach ein kostenloses Gespräch, um da wirklich einfach mal hinzuschauen. Ohne, ja, dass du irgendwas kaufen musst, irgendwas tun musst, ja, sondern einfach mal hinzuschauen, dir diesen Raum zu schenken, hinzuschauen, Klarheit zu finden, ja,
für dich einfach mal zu spüren. Das ist mein Geschenk heute an dich. Ja, diesen Raum, dir diesen Raum zu geben, dahin zu schauen, damit du verstehen kannst, was da passiert, damit du verstehen kannst, was da abgeht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Lass mir gerne in den Kommentaren da, was du mitgenommen hast heute, was deine Impulse sind. Setz deinen ersten Schritt in dem Sinne, dass du dich mitteilst, dass du sagst, ja, vielleicht bin ich noch nicht ganz bereit, mich dem zu öffnen, aber vielleicht denke ich schon mal drüber nach. Ich denke schon mal drüber nach, Hilfe zu bekommen, anzunehmen. Ich denke schon mal drüber nach, mehr mit mir ins Gespür zu kommen. Ich denke schon mal drüber nach, mir diese Zeit zu nehmen. Auch wenn, ja, der Chef jetzt eigentlich noch mehr von mir will. Auch wenn die Bude brennt. Auch wenn, also nicht wortwörtlich natürlich. Ja, auch wenn die Kinder gerade am Meckern sind. Dir diesen Raum zu nehmen. Egal, was du für dich umsetzt, ja, schreib das in die Kommentare. Was ist dir schon gelungen? Was hast du schon geschafft? Wo bist du schon einen Schritt für dich gegangen? Lass das da und schreib das hin. Auch um anderen Mut zu machen, die das hier hören. Auch um, ja, da zu sein, aufzutauchen in dieser Welt. Um dir selber die Bestätigung zu geben. Ja. Ich möchte Danke sagen auch an alle, die hier reingeschaut haben, die dabei waren, die kurz Hallo gesagt haben und freue mich auf das nächste Mal. Sei gerne live dabei, immer montags körperlich in deine Kraft und freitags ja mental in deine Kraft. Bis dann, so long.